Ich habe früh begonnen, meinen Malinois-Welpen an den Cruiser-Fahrradanhänger zu gewöhnen. Begonnen habe ich in der Wohnung. Ich habe den Fahrradanhänger einfach mal zusammengebaut. Der Hund konnte dabei zuschauen. Danach habe ich den Hund immer wieder im Anhänger gefüttert. Natürlich waren zuerst die Räder nicht dran. Er sollte ja stabil sein und den Hund nicht irritieren. Schnell merkte ich, dass das für meinen Welpen kein Problem ist. Also kamen die Räder ran und ich bewegte den Anhänger ein wenig. In der Bewegung habe ich den Hund immer gefüttert. Inzwischen ist der Cruiser Fahrradanhänger in der Garage am Velo angehängt. Das heißt, das Gespann steht neben dem Auto. Und jedes Mal, wenn ich ins Auto gehe, freut sich der Hund und springt in den Anhänger. Voller Erwartung auf Futter. Ich bin mit dem Anhänger sogar schon rumgefahren. Dazu gibt es später ein Video. Vielleicht ist jemandem aufgefallen, dass meine Hundetoilette keine Hackschnitzel mehr hat. Sie funktioniert ohne Hackschnitzel besser. Mit Hackschnitzel wollte der Hund immer ein bisschen rumspielen und rumgölen. Übrigens ist das Rangieren mit dem Anhänger am Fahrrad gar nicht mal so einfach. Das Rückwärts-Einparken sollte schon ein bisschen geübt werden. Auch sollte die Breite nicht vergessen gehen. Wenn dir meine Amateur-Videos gefallen, kannst du gerne ein Abo dalassen. Dann bekommst du mit, wie mein Malinois-Welpe erwachsen wird und was für Abenteuer wir zusammen erleben.